Ein richtig krasser Alpha hat ein Video gegen mich gemacht. Tag der Abrechnung, der Untergang des Tim Jacken. Indem er probiert, mich fertig zu machen, versucht, mich argumentativ zu zerlegen und mir erklären möchte, auf welche Frauen ich zu stehen habe und auf welche nicht. Aber um wen geht's hier heute im Video? Vielleicht erinnert dich noch an diesen Kollegen hier aus meinem Alpha-Mann-Video. Niemand in deinem Freundeskreis wird dich jemals wieder respektieren, wenn die herausfinden, dass deine Freundin früher Dorfmatratze war. Und spielt keine Rolle, ob sie heute geheilt ist. Boah, Digga. Alter, geheilt. Es ist so ein falsches Wort. Stress. Und genau dieser Kollege hat jetzt ein Untergangsvideo über mich gemacht. Also nicht nur gegen mich, auch gegen Jonas Ems, und hat auch Nico erklärt, warum seine Freundin Alexa bald mit ihm Schluss machen wird. Also darauf gehen wir gleich auch noch ein Video ein, ist wirklich 10 out of 10 dumm. Und das Ganze, was jetzt folgt, ist einfach nur ein absoluter Fiebertraum. Aber, Woche wie spannend, war das so passiert. Die liebe Desi hat ein Video über toxische Männlichkeit gemacht. Das Video ist übrigens eine klare Empfehlung von mir. Und auf dieses Video hat dann halt eben Mensch mit Wert reagiert. Und weil ich Desi ein bisschen ritten gehen wollte, habe ich dann eben auf seine Reaktion auch reagiert. Meine Reaction ging übrigens schon 1,5 Stunden und auf diese hat er dann wieder reagiert in einer 5-Stunden-Reaktion. Und hat so viel Scheiße über mich und andere und alles erzählt, deswegen hol ich Popcorn, schnall dich an, wird dumm jetzt. Fangen wir erstmal bei dem Punkt an, dass der Typ Frauen, wenn sie in einer Beziehung sind, Instagram verbieten möchte, weil das wäre dann wie ein Bordell für andere Männer. Warum möchtest du auf den sozialen Medien sein und dafür sorgen, dass andere Männer dich anschreiben, wenn du in einer Beziehung bist? Denn am Ende, Männer pitchen, Frauen inserieren. So funktioniert die Dating-Strategie von beiden. Die Frau stellt sich vor Schaufenster und inseriert. Und Männer kommen vorbei und pitchen sich. Bruder, bei ihnen sind Instagram-DMs direkt eine Höhle der Löwe-Pitch. Aber ja, Frauen, die Instagram haben, während sie in einer Beziehung sind, ja, weg mit den Schlampen. Tor einfach offen. Es ist genauso, wenn du sagen würdest, mein Freund geht jeden Tag ins Bordell. Aber er guckt nur. Ja. Gucken, aber nicht anfassen. Nee. Doch, es ist dasselbe. Nee, ist natürlich kompletter Bullshit. Aber diese Unsicherheit, dass irgendeine Frau ihn verletzen könnte, zieht sich so richtig schön durch alle seine Clips durch. Weil auch im nächsten Clip merkt man irgendwie so, jo, irgendwie hat er was dagegen, wenn Frauen eigenständig Entscheidungen treffen und selber leben wollen. Ich hab Bock auf einen Kerl, der irgendwie Ansagen macht, wo ich mich anlehnen kann. Und gleichzeitig bin ich aber auch selber totale Frontfrau und will meinen eigenen Willen durchsetzen. AKA kompliziert, AKA lost, AKA ich bereite gerne Kopfschmerzen, AKA ich gehöre auf die Straße. AKA ich bin so von dem Selbstbewusstsein einer Frau verunsichert, dass ich sie als Hure bezeichne. Wie kann man so drauf sein, Alter? Aber auch wie bei den anderen selbsternannten Alphas geht es ihm um eine wichtige Sache im Leben. Geld und Sex. Weil, wie wir schon im letzten Alpha-Video und von Steffen Oswald gelernt haben, für Männer gibt es natürlich nichts Wichtigeres im Leben, außer Geld und Sex. Die meisten Männer wollen viele Frauen kennenlernen. Das ist ja auch unser Trieb. Ne? Unlimitierter Zugang zu Sex, im Idealfall mit Varietät. Ne? Viele verschiedene Frauen. Er sagt selber, er hat keinen hohen Sex. Drive, was im Endeffekt auch bedeutet, er bringt es nicht im Bett. Okay, das ist im Endeffekt die Übersetzung. Und das ist ein riesiges Problem, weil Sex ist der Kleber, der Beziehungen zusammenhält. Die Frau hat etwas sehr Wertvolles, wo du als Mann in erster Linie hin möchtest, nämlich ihre Sexualität. Das ist das Wertvollste, was eine Frau für einen Mann besitzt. Okay. Das Beste, was einem Mann passieren kann, ist, dass er eine weibliche beste Freundin findet. Die wird dir nicht nur helfen, die wird dir auch dich ab und zu natürlich ranlassen, wie es sich für eine gute Freundin gehört. Oder wieso schenkst du ihr sonst deine kostbare Zeit? Digga, ich bin gerade im Schnitt, fress hier meinen Döner. Ich bin immer noch fasziniert darüber, wie man so viel Scheiße labern kann. Nee, aber keine Ahnung, warum ich Zeit mit einer Frau verbringen sollte, mit der ich nicht bumsen kann, weil was soll mir eine Frau auch bieten können, außer Sex? Weil das ist ja das, was ich will. Ich will nur bumsen, sonst habe ich keinen anderen Sinn im Leben. Ach, by the way, zum Thema Frauen und Männer, das ist auch so geil, wollte er mir sehr lange erklären, dass ich keine weiblichen Freunde haben darf. Weil in meiner Reaction bin ich zum Beispiel darauf eingegangen, dass ich seit ungefähr 5 Jahren jetzt mit Annemarie sehr gut befreundet bin. Also da war nie irgendeine sexuelle Spannung oder irgendwas mehr als Freundschaft. Das war einfach, hey, das ist einfach eine Freundin von mir. Aber anstatt es einfach zu akzeptieren und zu sagen, so, yo, ja, ey, cool, dass du da einen weiblichen Freund, eine Freundin gefunden hast, so, ne? Was jetzt auch nichts Spektakuläres ist, hat er mir 30 Minuten lang im Stream versucht zu erklären, dass es ja nicht geht, dass ich mit ihr befreundet bin, weil ich hab einen Schwanz und sie nicht. Und hat dann nochmal ein extra 10 Minuten Video hochgeladen mit dem Titel widerlegt. Männer und Frauen können befreundet sein.
die Gründe, wieso das nie sein kann. Wo ich mir übrigens auch dachte, jo, dann habe ich mir die letzten 5 Jahre wahrscheinlich einfach eingebildet. Und sein Argument, warum es übrigens nicht geht, dass wir befreundet sind, ist, dass ich nicht ein Freund von Annemarie sein kann, weil ich mutiere automatisch zur Freundin, wenn wir nicht finden. In einer Männer-Frauen-platonischen Freundschaft. Und du bist ihre Freundin. Daher kommt auch der Spruch, entweder fickst du sie oder du bist ihre Freundin. Und wenn du sie nicht fickst, dann bist du ihre Freundin. Digga, ich kann bei Google 1923 Sprachen übersetzen. Aber Bruder, Bruder, was Bullshit. Und generell, eine Frau kann einem außerhalb von Sex natürlich, wie immer, nichts bieten. Es gibt keinen Grund, als Mann mit einer Frau befreundet zu sein. Eine Frau kann dir nichts auf einer freundschaftlichen Ebene geben, was dir ein Mann geben kann. Also warum sollte ein Mann mit einer Frau befreundet sein? Dazu, wie wir alle wissen, können Frauen auch nicht die Wahrheit ertragen. Und deswegen lügen wir Männer die Frauen permanent auch an. Was ist an der Aussage, krank, dass Frauen nicht die Wahrheit vertragen können? Hatten wir schon oft, weil ich gesagt habe, Männer werden niemals ehrlich zu Frauen sein. Ganz kurz, vielleicht ein bisschen off-topic, aber Bruder, falls du wirklich in so einer Welt leben solltest, dann tut mir das wirklich leid. Weil, ey, es muss doch übertrieben stressig sein, von einer Frau die ganze Zeit nicht ehrlich sein zu können und sich nur bei Männern wohlzufühlen und sich nur da frei zu fühlen, das klingt sehr stressig. Und für alle anderen, die da irgendwie denken, ja, das ist vielleicht ein Funken Wahrheit dran und sowas, Freunde, das ist nicht die Realität. Man kann zu allen Geschlechtern einfach ganz normal ehrlich sein. Naja, weiter geht's übrigens damit, dass er mir erklären möchte, dass ich keine Freundin mit Tattoos haben darf, weil, große Red Flag. Das ist genauso, wie wenn mich Frauen anschreiben und sagen, ja, ich habe hier 18.000 Tattoos und ja, aber ich habe keine Probleme. Denke ich mir so, ja, erzählen kannst du viel, wenn der Tag lang ist. Das beurteilen andere dann am Ende des Tages. Ah, lass uns doch so Diagnosen, ob man Probleme hat, ein Trauma hat, psychische, mentale Schäden vielleicht, nicht mehr von einem Psychologen feststellen, sondern wir setzen uns in Zukunft einfach mit Menschenwert ans Lagerfeuer. Erzählt deine Tattoos und sagt dir dann, was dir fehlt. Aber okay, was mich aber frage, warum sind denn jetzt Tattoos eine Red Flag? Also lasst mich euch aufklären, warum Tattoos immer eine Red Flag bei Frauen sind. Okay, ich bin gespannt. Ich finde Tattoos zwar mies, ästhetik und schon ein bisschen anziehend bei Frauen. Aber okay, hau raus. Frauen stechen sich immer Tattoos, weil sie eine Bedeutung haben, die auf ein traumatisches Erlebnis zurückgeht. Das Tattoo symbolisiert meine depressive Phase. Hier habe ich 5-mal versucht, mich selbst umzubringen. Boah. Das Video wird nicht besser, wenn man schneidet. Alpha-Witwe, Borderlinerin, toxischer Ex-Freund bei Tattoos. Wie wenn sie mit einem Plakat rumläuft und sagt, hey, ich bin ein Problemfall. Süchtig nach Tattoos ist immer Sucht nach Selbstverstümmelung. Ich ritze mich nicht mehr, aber dafür lasse ich immer die Nadel in mich reinhämmern, die ganze Zeit. Ich hasse meinen Körper. Stress. Okay, top, dann lass uns ein kleines Ratspiel in den Kommentaren machen. Für welches Traumata steht diese Zwiebel hier? Oder dieses High-Five hier? Ey, diese Frau hier hat Walter gefunden, heftiges Trauma. Ah, und bei ihr wurde wahrscheinlich die Mutter von einem Frosch mit einem LMG erschossen. Das schon... Deep und Red Flag und so, ne? Aber okay, gehen wir mal weiter, weil er erklärt netterweise noch weiter, welche Frau ich mögen darf und welche nicht. Wir haben ja damals im Alpha-Mann-Video schon gelernt, dass wir alle Frauen wollen, die eigentlich keine Erfahrung gemacht haben. Männer wollen bei Frauen hauptsächlich eines, und zwar Reinheit. Wir wollen Frauen, die unberührt sind, die alles neu mit uns erleben. Lass mich dir das erklären. Wir wollen, dass wir sie beeindrucken, ihnen was beibringen können. Das heißt, wir wollen auch diese Glücksmomente erleben, wenn die Frau etwas mehr oder weniger zum ersten Mal mit uns erlebt. Ey, ganz kurz, Bro, ich weiß nicht, ob du eine Freundin suchst oder eine Tochter. Und hier steigt Herr Wert auch direkt wieder mit ein, weil wie bei den Takes am Anfang droppt der sowas hier. Je höher der Bodycount, umso mehr Probleme wird die Frau mitbringen. Das ist Fakt. Aber ey, ganz kurz, auch eigentlich voll nett, dass er mich so vor schlechten Frauen warnt. Und auch noch vor anderen Frauen warnt, die selbstbestimmt leben. Oder vielleicht sogar Feministen sind. Da sollte man, glaube ich, die Finger von lassen. Glaubt ihr wirklich, dass es Männer gibt, die so Boss-Babes attraktiv finden und anziehen? Nein. Ja, okay. Dann nicht. Ich finde es richtig gut, dass er wieder für mich spricht. Aber auch selbstbestimmte Frauen wie Nura oder Juju, die, wie ich finde, ein gutes Vorbild sind für so echten Feminismus, sind natürlich verlorene Seelen. Boah, wisst ihr, wen ich da in diesem Talk sehen würde? So eine Juju oder Nura von ehemalig Sixten. Boah. Ja, auch so verlorene Seelen, die würden da auch rausfliegen. Ich habe übrigens Nura letztens gefragt, was sie davon hält.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie ganz tolle Bindungsängste und Trennungsängste haben. Deswegen können sie auch nur One-Night-Stands haben. Und der kleine Boy sucht dann bei den ganzen Frauen, der nutzt die dann aus und bumst die dann und hat am Ende aber nichts davon, weil eigentlich will er die Liebe von Mami haben. Aber Mami liebt ihn nicht. Kann das sein? Kein Bock mehr hier. Hund mit Wert checkt übrigens dazu nicht mal die einfachsten Vorlieben von Menschen. Also ich habe letztens mal in einem Stream erzählt, dass ich es nice fänden würde, wenn meine Partnerin viel Geld verdienen würde oder sogar auch mehr Geld verdienen würde als ich. Aber hä, ist doch übernice. Also sagen wir mal kurz mal so, eine Partnerschaft ist ja auch eine Sicherheit. Und wenn meine Freundin mir Sicherheit gibt, indem sie finanziell auch unabhängig vielleicht ist, ist doch übergeil. Und er antwortet dann das darauf. Nein, ist nicht übergeil, wenn sie dir Sicherheit gibt. Sie soll dir keine Sicherheit geben. Okay, aber ja, ich würde auch gar keine Freundin bekommen, wenn sie eigenständig Geld verdient. Weil, wie wir alle wissen, Frauen kommen nur mit einem zusammen wegen des Geldes. Kein Scheiß, hat er wirklich gesagt. Wer will denn auch schon mit einer Frau zusammen sein, die nicht nur wegen dem Geld mit dir zusammen ist? Okay, wegen was soll sie denn sonst mit dir zusammen sein? Und deswegen ist es halt problematisch, wenn eine Frau mehr verdient als du, weil hat sie ja überhaupt keinen Grund mehr, mit dir zusammenzukommen. Mein Versorger, mein Großmeister, dann brauche ich dich ja gar nicht mehr. Als ich bei so übrigens mal meinte, dass ich natürlich auch schon mal mit einer Frau zusammen war, die nicht viel Geld hatte, habe ich mir natürlich direkt widersprochen. Also eine Menge meiner Ex-Freunde haben auch kein Geld verdient, trotzdem. Was? Eine Menge deiner Ex-Freunde haben kein Geld verdient? Und 2 Minuten vorher sagst du doch, findest es geil, dass Frauen Geld machen. Du willst gern so eine Frau haben. Wieso bist du jetzt mit Frauen oder warst mit Frauen zusammen, die quasi am Ende kein Geld gemacht haben? Wie passt das zusammen? Ich dachte, Boss-Babes und was die alles sind, sind super attraktive Frauen für dich. Du hast selber dich so oft widersprochen, dass du mir zugestimmt hast am Ende. Okay. Ich kann, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich stehe auf rothaarige Frauen, kommen dann vielleicht sogar mit einer rothaarigen zusammen und dann switcht die ihre Haarfarbe. Mache ich dann Schluss? Nö. Oder eine Frau, die Richie Rich ist und vielleicht dann ins nächste Wirecard investiert und danach Brokey Moki ist, mache ich dann Schluss mit ihr? Nö. Weil das sind halt eben nur oberflächliche Faktoren und keine Ahnung, der Typ, der ist Mitte 40 oder so und ich kann nicht checken, wie man nicht checkt, dass es ja wohl um mehr als so Kleinigkeiten geht. Alter, ich kann nicht mehr, ey. Ich könnte übrigens, by the way, auf so viel mehr Punkte noch eingehen. Gehen wir später im Video auch noch. Aber lass mal ganz kurz zum Inscope-Paar drüber wechseln, weil was er da labert, ist auch wieder... Es ist so dreist und frech und dumm gleichzeitig. Also Hund mit Wert macht eine Reaction auf Nico, wo er so ein bisschen erzählt, so ey, dass er ein bisschen down vom Tag ist, ein bisschen gestresst, ein bisschen angespannt. Kennt, glaube ich, jeder von uns. Aber an so Tagen wie heute, wo ich einfach runterkommen will und mich entspannen will, merke ich immer wieder, wie gefickt ich eigentlich bin. Vor allem, weil es ist ja auch nicht so, als wäre jetzt alles so, es läuft alles so geisteskrank gut und es läuft alles perfekt. Ey, es laufen so viele Sachen scheiße. Dann bin ich an solchen Tagen gehört, einfach abgefuckt. Dann lasse ich teilweise meine Abgefucktheit auch an Alexa raus. So, obwohl ich es gar nicht will, aber so ist man dann halt als Mensch. Und dann reden wir aber darüber und da bin ich sehr dankbar dafür. Ja. Und scheinbar redet Nico dann mit seiner Freundin darüber, was ihn so beschäftigt. Und all in all hört sich das einfach nach einem sehr guten, gesunden Verhalten an. Ist ja auch was Schönes, sich beim Partner fallen lassen zu können. Und ja auch was Schönes für den Partner, weil dann merkt man so, ey, mein Gegenüber vertraut mir. Ja, und was macht der Kollege jetzt daraus? Er hat ja vorhin gesagt, es gibt Tage, da geht es mir einfach schlecht. Ne? Oder ne? Und dann werde ich depri, dies, das, tralala. Und dann gehe ich zu meiner Freundin und belaste sie damit. Das bedeutet, tick, tack, tick, tack, Nico, tick, tack. Jemand hat an der Uhr gedreht. Und jetzt macht es tick, tack, tick, tack. Tick-Tack. Schauen wir mal, wie lange sie noch mit ihm zusammen sein wird. Was? Ne, sie ist die, die ihn aufbauen muss. Sie ist die, die seine Probleme lösen muss. Und das will eine Frau nicht sein. Ich finde übrigens sehr gut, dass er wieder für andere spricht, dass er Alexa jetzt sagt, was sie zu mögen hat und was nicht. Weil alle Frauen sind ja gleich und ja, find ich stark. Je weiter er natürlich alle anderen Punkte hat, wo sie immer noch sagt, das hält mich noch am Ball, wie zum Beispiel sein Status, sein Geld, Aussehen und natürlich auch Game. Solange das noch
auf einem guten Level ist, natürlich wird es nicht von heute auf morgen passieren. Selbstverständlich. Das dauert immer ein bisschen seine Zeit. Auch wieder geil zu unterstellen, dass Alexa mit Nico nicht zusammen ist, weil er vielleicht funny ist, einen guten Charakter hat, die Weltansichten sich irgendwie matchen oder einfach mag, wie er so drauf ist. Nee. Sie ist mit ihm zusammen, weil er Geld, Aussehen und Status hat. Ja. Und Freunde, versteht mich nicht falsch. Geld, Aussehen, Status, Game, was auch immer, kann natürlich in die Attraktivität vom Partner mit reinspielen. Safe. Aber das sollte, glaube ich, im Best Case nicht das ausmachen, warum man mit einem Partner zusammen ist. Aber für Nico ist eh bald alles vorbei, weil Alexa ist ja eh bald weg. Dass, wenn es weiter so geht, sie das nicht lange mitmachen wird. Sei doch endlich mal ein Mann. Überwinde doch mal deine Probleme. Selbstverständlich wird sie das nicht sagen. Das wird sie vielleicht ihren Freundinnen erzählen. Ne? Oder ihren Affären. Bro, wo kommen jetzt ihre Affären plötzlich her? What the fuck? Die Uhr, die tickt schon. Die Bombe, die Zeitbombe tickt schon rückwärts. Tick, tack, tick, tack. Ey, so ein Verhalten ist so unnormal toxisch für die Frau und auch für den Mann. Weil, was ist die Alternative? Alles in sich reinzufressen? Nicht über Gefühle und nicht über Downs zu reden? Ich denke nicht. Und dazu, ich habe, glaube ich, noch nie einen Typen gesehen, der so krampfhaft versucht, allen möglichen Leuten einzureden, wie sie zu leben haben. Dir in die Beziehung reinreden will, dass du nicht Alpha genug bist und dich deswegen deine Freundin bald verlassen wird. Wie bei diesem Typen. Dazu, falls sich jemand fragt, wie er sein Geld verdient, er verkauft natürlich Coachings, wie das anders sein können. Aber im Gegensatz zu anderen Alphas habe ich bei ihm noch viel mehr dieses Frauen sind scheiße und die Welt ist für uns Männer ja so ungerecht Vibes. Vor allem, wenn man sich nochmal so Takes reinzieht, wo er andauernd darüber redet, dass Frauen für ihren, was auch immer für alles, gar nichts machen müssen, sondern es einfach hinterhergeworfen bekommen. Natürlich. Und du bekommst nichts einfach so wie jede Frau. Ah, jede Frau bekommt einfach alles einfach hinterhergeworfen. Ja. Tun sie doch. Mm. Frauen kommen schon so auf die Welt. Frauen müssen nicht wirklich dafür arbeiten. Und wenn sie einigermaßen gut aussieht, muss sie gar nichts machen. Und ja klar, Frauen müssen immer einen starken Mann wollen. Und wenn sie vielleicht mal souverän, eigenständig, alleine, wie auch immer, leben wollen, sind es verlorene Seelen wie Juju Sixten oder auch Julia Butix und werden niemals eine langfristige Beziehung schaffen, natürlich. Und Freunde, wirklich, das, was wir gerade gesehen haben, ist sowas von Neandertaler-Denken. Und nehmt euch bitte kein Beispiel daran und fallt bitte auch nicht auf solche Leute rein. Weil natürlich gibt es Dinge, die man auch von Coaches lernen kann. Alles in Richtung, wie du selbstbewusster werden kannst, sowas ist natürlich eine gute Sache. Oder wie du dich gesund ernährst, wenn dir jemand predigt, du sollst 8 Stunden Schlaf am Tag haben und sowas. Das sind natürlich alles gute Tipps, so, ne? Aber die Aussagen, die wir gerade gesehen haben, die sind's nicht. Ganz kurz noch für eine kleine Belustigung am Ende. Der Typ hat am Ende seines Streams so ein Einspiel eingespielt, wo er mich von hinten erschießt. Einmal Block. Und das Schöne ist, ich muss gar nicht darauf antworten, weil das hat Frank Hemm schon für mich gemacht, und zwar 2015. Da will er sein Ego pushen, indem er den Typ von hinten killt. Ohne Anspruch an sich selbst, du toller Hecht, doch leider war's der Falsche, ich leb noch. Ey, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Video. War natürlich ein kleiner Fiebertraum. Nächstes Video wird wieder über Seven vs. Wild gehen. Wir bauen ja unsere eigene Storyline so ein bisschen auf. Deswegen abonniert gerne rein, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Und falls der Typ auf mich antwortet, abonniert auch dafür gerne rein, falls ihr nicht verpassen wollt, wie ich dann auf seine 10 Stunden Reaction wieder antworte. Dazu noch frohe Weihnachten, stresst euch nicht zu sehr und Hashtag Liebe und so, ne? Ciao.